Hallo und herzlich willkommen zu Maler TV News und das sind unsere heutigen Themen. Erneute Messe- und Veranstaltungsabsagen. Guido Maria Kretschmer präsentiert neue Tapetenkollektion. Systemgerüsthersteller Layer geht wieder live. BGH urteilt zu grenzüberschreitender nachträglicher Wärmedämmung. Und Malermeister Reimann sammelt erneut Spenden für die Hilfsorganisation Burundi Kids. Ja, und auch heute starten wir leider wieder mit zwei Veranstaltungsabsagen bzw. Verschiebungen. So wird die ursprünglich für Februar geplante Digital Bau Corona-bedingt auf Ende Mai verschoben. Veranstaltungsort bleibt aber weiterhin die Messe Köln. Die Veranstalter kommen damit dem verstärkten Wunsch nach einem späteren Termin nach, um allen Beteiligten eine optimale Planungssicherheit zu gewährleisten. Die Hallenstruktur und das umfangreiche Rahmenprogramm sollen bestehen bleiben. Die ebenfalls für Februar geplante Hausmesse des Farbengroßhändlers Schlau wird hingegen ersatzlos gestrichen. Nachdem bereits die diesjährige Jubiläumsmesse abgesagt werden musste, hat man sich aufgrund der aktuellen Situation nun auch für eine Absage der Messe in 2022 entschieden. Die Gründe seien einerseits die kontinuierlich hohen Infektionszahlen und die fehlende Planungssicherheit. Nach intensiven Beratungen habe man sich deshalb zu einer frühzeitigen Absage entschlossen, um möglichen Unsicherheiten für alle Seiten vorzubeugen. So Schlau Geschäftsführer Ingo Stückmann. Gemeinsam mit dem Tapetenhersteller Erismann hat der deutsche Stardesigner Guido Maria Kretschmer eine weitere Neuauflage seiner Tapetenkollektion Fashion for Walls präsentiert. Mit Fashion for Walls Free setzt der Designer vor allem auf luxuriöse Wanddesigns, die jedem Raum sprichwörtlich verzaubern sollen. Ein Highlight der neuen Kollektion ist beispielsweise das Design Diamond, das durch spektakuläre grafische Effekte und brillante und leuchtende Farben überzeugt. Oder auch das Design Japandi, das durch sein exotisch anmutendes Fächermotiv für Luxus und Glamour pur sorgt. Insgesamt umfasst die neue Kollektion 7 verschiedene Designs, die jeweils in unterschiedlichen Farben erhältlich sind. Wer sich die neue Kollektion genauer anschauen möchte, findet alle Designs und Infos auf der Homepage von Erismann. Nach dem großen Zuspruch anlässlich der Premiere in diesem Jahr plant der Systemgerüsthersteller Layer nun auch im kommenden Jahr wieder das virtuelle Branchentreffen Layer Live. Unter dem Motto Gerüstbau im Wandel, Ablaufoptimierung als Chance, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einer rund zweistündigen Online-Veranstaltung ein sorgfältig zusammengestelltes Programm mit kompakten Impulsvorträgen und interaktiven Diskussionsrunden geboten. Mit Layer Live wolle man neue Impulse und praxisorientierte Anregungen geben sowie unterschiedliche Herangehensweisen und deren Chancen und Risiken mit Experten diskutieren, so Vertriebsleiter Andreas Beck. Mit dabei sind dann beispielsweise auch der Extrembergsteiger und Geschäftsführer der Sportmarke Dinnerfit Benedikt Böhm oder der Mitinhaber der renommierten Beratungsfirma CPC AG Michael Kempf. Mit Christoph Grimberg, Tobias Hansjungs und Peter Schüttler stehen darüber hinaus erfahrene Branchenkenner für die Diskussionsrunden zur Verfügung. Status der Veranstaltung ist dann am 11. Februar um 14 Uhr. Das Registrierungsformular sowie weitere Informationen zu dem Event finden Sie unter layer.live. Mit einem Nachbarschaftsstreit über eine grenzüberschreitende nachträgliche Wärmedämmung musste sich in den vergangenen Monaten der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen. Dabei hatten die Richter zu klären, ob eine für diesen Fall bestehende landesrechtliche Regelung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Konkret ging es hierbei um ein Mehrfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen, welches direkt an einer Grundstücksgrenze gebaut wurde und an dem nachträglich eine Wärmedämmung angebracht werden sollte. Da der Aufwand für eine Innendämmung zu hoch und damit unwirtschaftlich sei, verlangt der Hauseigentümer von seinem Nachbarn, eine grenzüberschreitende Außendämmung zu dulden. Wie nun aus dem Urteil der Karlsruher Richter hervorgeht, musste der Nachbar bei einer nachträglichen Wärmedämmung einen leichten Überbau von bis zu 25 cm auf seinem Grundstück hinnehmen. Die Regelung gilt jedoch nur bei Altbauten. Neubauten müssten hingegen so geplant sein, dass die Wärmedämmung in den Grenzen des eigenen Grundstücks bleibt. Der Bundesgerichtshof stellte damit zugleich klar, dass die Bundesländer die grenzüberschreitende Wärmedämmung selbst regeln dürfen. Nach nordrhein-westfälischem Landesrecht müssen Nachbarn den Überbau dulden, wenn eine vergleichbare Wärmedämmung anders nicht mit vertretbarem Aufwand zu lösen ist und die Überbauung des Nachbargrundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Ähnliche Regelungen gibt es aktuell auch in Baden-Württemberg, Hessen, Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen und Berlin. Ja, und zum Abschluss der heutigen Sendung werfen wir noch kurz einen Blick nach Düsseldorf, denn dort fand am vergangenen Freitag eine kleine Spendengala vom Malermeister Markus Reimann statt. Wie bereits im August berichtet, hat sich der 53-jährige Malermeister nämlich auf den Weg nach Spanien gemacht, um dort für den guten Zweck die dreiwöchige Vuelta, eine der großen Landesrundfahrten des Radsports, zu absolvieren. Dabei legte der Düsseldorfer rund 3500 Kilometer Strecke und über 50.000 Höhenmeter zurück.
Mit seinem Engagement unterstützt der Malermeister die Spendenorganisation Burundi Kids, für die er Geld sammelt, um Kindern in Afrika Fahrräder kaufen zu können. Und um noch weitere Spendengelder zu bekommen, hat Markus Reimann deshalb nun eine kleine Spendenveranstaltung organisiert, auf der ein Film über seine Tour gezeigt und ein paar gespendete Fahrräder versteigert hat. Mit dabei waren auch Burundi-Kids-Gründerin Martina Czontek, die für ihr Engagement bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Sowie der Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller, der sogar noch einen Spendencheck für das Projekt überreichte. Im nächsten Jahr möchte Reimann dann den Giro d'Italia absolvieren und damit dann noch weitere Spendengelder zu sammeln. Und wenn auch Sie das Projekt von Markus Reimann unterstützen möchten, finden Sie alle Infos dazu in der Videobeschreibung. In jedem Falle ein tolles und unterstützenswertes Projekt. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit MalerTV News für diese Woche und damit auch für dieses Jahr. Denn auch wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Weihnachtspause und starten dann ab dem 13.01. wieder mit neuen News-Sendungen. An dieser Stelle möchten wir uns aber nochmal ganz herzlich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für die Treue in den vergangenen Monaten bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Liebsten jetzt einmal ein paar schöne und erholsame Feiertage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss!